Und hier geht's auch heute weiter. Auf der Seekarte. Ja, das stimmt, da hatten wir ja. Nein, ich bin eine Niete im Kartenfalten. Nein, ich bin eine Niete im Kartenfalten. Ich befürchte, ich könnte von der Tin. Okay, ja, hier müssen wir jetzt. Das ist die Geierbarsch. Das ist unser Schiff. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Jetzt müssen wir die entern mit unseren Streitgesprächen. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Bis okay, ist jetzt wahrscheinlich wurde schlecht. Jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Okay. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich zittere, ich zittere. Das war schlecht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Das war ein schlechter Reim. Besiegt. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Sehr schön. Und weiter geht's. Das nächste Schiff kapern. Vor See. Wie schießen wir nochmal? Das habe ich vergessen seit dem letzten Mal. Tja, ging noch irgendwie mit einem Knopf. Wir wurden getroffen. Ach so, mit der linken Maus. Ja, mit der linken Maustaste. Genau so ging das. Nein. So, zack. Getroffen. Die Piraten wurden besiegt. Du bist also ein Pirat, sagst du. Das musst du beweisen, sage ich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ich ist bin dasselbe. Du bist Stahl. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere, ich zittere. Wie schlecht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das war ein guter Reim. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Missbilligung? Deine Anekdoten sind eine echte Bereicherung. Verdammt. Das Gib war schlecht. Mir deinen Schatz. Okay, okay. Aber kann ich mein Exemplar von Torquemadas Leitfaden der Überzeugungskraft behalten? Sicher. Ich habe mein eigenes Exemplar. Das war ja toll. Das nächste Schiff. Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Dein Schatz oder dein Leben? Nein, ich nehme deine Beute. Tja. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Oh Mist. Himmel bewahre, für ein Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Achso, guck, mit was wir anfangen. Beleidigung. Dachtest du vielleicht schon mal an eine Beurlaubung? Okay, wir werden zurückgetrieben. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Das reimt sich, das muss doch was Gutes sein, oder? Nein!
Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Arr. Wir sind schlecht. Okay. Wie viele müssen wir hier besiegen, um zur Insel zu kommen? Ach, Schreck. Bin dicht dran hier. Schreck. Wir dürfen uns nicht besiegen lassen. Wir haben eine Seeschlacht verloren. Wie erniedrigend für einen erfahrenen Piraten meines Kalibers. Okay. Also weiter, oder was? Willst du was Bestimmtes? Deinen Schatz oder dein Leben? Ah! Ich weiß nicht, wie wir das hier hinkriegen würden. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay, das war gut. Du konntest nicht kontern. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere, ich zittere. Sehr gut. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Ach ja. Ach ja. Besiegt. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Und die verlieren wir auch gleich wieder. Vermute dreimal in Folge müssen wir siegen. Na komm, lass uns nicht versenkt werden. Oh, verdammt. Sieht nicht gut aus. Von der Breitseite. Okay. Können wir die noch einholen, oder? Sieht schlecht aus. Sind geflohen. Oh nein, da kommen sie wieder. Wir sind gut entkommen. Na komm, wir sind noch nicht dicht genug darin. Unsere Kanonen sind nicht stark genug, von der Entfernung zu schießen. Die entfernen sich schnell. Na komm, dann gehen wir parallel. Verdammt. Er ist noch zu weit weg. Na komm, schieß schon, jetzt. Wir werden ihn wieder versenkt. Verdammt. Was ist denn das für eine Seeschlacht? So kriegen wir die nie. Die werden wir nur wieder versenkt. Volltreffer. Ja, verdammt. Nein. Nein. Jetzt. Willst du was Bestimmtes? Oh, wir haben es tatsächlich besiegt. Ist ja interessant. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Oha. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Kapituliert?
Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Okay, das war kein... Okay. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre ein Gesicht was das jetzt eine hier. Beleidigung. Das rennt, ich renn's doch. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Wieso, warum, was, wie? Unser Erstschlag muss besser sein, oder? Ich habe dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Okay, Verdammt. Okay. Aber kann ich die Kiste Krautsalat behalten? Was soll ich denn mit einer verdammten Kiste Kraut? Das sieht nicht gut aus für uns. An Bord eines Piratenschiffes zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Genossen. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich zittere, ich zittere. Okay, das war gut, oder? Ja. Man ist sich da gar nicht mehr sicher. Das ist, glaube ich, schlecht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Ja, Mist. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Respektiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Verdammt, das war schlecht. Merke ich selbst. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Pass auf, dass man dich beim Skat nicht düpiert. Na, Mist. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Das blick ich noch nicht ganz. Da werden wir noch eine Weile für brauchen. Runter von meinem Deck, du Seegurke! Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen. Versuchen es einfach mal so. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Das war schlecht. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Dann gut. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Warst du schon mal am Bodensee? Das war schlecht. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Beseitigung? Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ach ja? Schlecht. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmuddeliger Kielwassersäufer. Ich wollte ihn sowieso nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Was? Kleiner Scherz. Wir haben Beute gemacht. Na, die werden wir gleich wieder los. Oh nein. Das verlieren wir immer. Nicht immer, aber meistens. Immer öfters. Verdammt. Piraten wurden besiegt. Okay. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Oha. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Ich hab mich verklickt. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Bevor es glitschig wird, sind deine Schuhe imprägniert? Na, das war schlecht. Und verloren.
So läuft das hier. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier. Okay, okay. Aber kann ich mein Exemplar von Die Kunst der Wissenschaft... Gibt es da irgendeine Taktik, die wir befolgen müssen? Ich hasse kalte Suppe. Wir verlieren hier ständig. Ich weiß echt nicht. Das ist bestimmt irgendeine Taktik. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. Ich bin gekommen, deinen Schatz zu rauben. Das wirst du noch bereuen. Tja, Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wäre kollabiert. Okay, das fand ich gut genug. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Okay, das war gut. Aber warum? Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Ach ja? Okay. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Nice. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmopp. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Was müsst denn erreichen? Wie viele müsst denn besiegen, um weiterzukommen? Die Kanonen irgendwie verstärken. Das ist mal eine schwächliche Kanone. Tu mit ihm mal reden, vielleicht können wir irgendwie weiter. Haggis? Ja? Ich glaube, ich hätte jetzt gerne das volle taktische Kommando. In Ordnung, Jungchen. Wir geben dir eine Chance. Schwierige Seeschlachten. Wie gewünscht. Nein. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Keine schwierigen Seeschlachten. Haggis? Ja? Könntet ihr Jungs mir mit diesem Seegefechtzeug ein wenig zur Hand gehen? Oh, nee, Jungchen. Wird im Traum nicht dran denken. Aber... Du wolltest es ja alleine machen. Oh, Haggis. Oh, Haggis, mich nicht an. Wir haben dir Hilfe angeboten und du wolltest nicht. Sei doch nicht so, Haggis. Hilf mir noch ein einziges Mal und ich stell dich meiner Schwester vor. Kein Interesse. Ihr Kopf ist voller Haar. Ist es ihr eigenes Haar? Habe ich erwähnt, dass sie hervorragend mit Kindern und Tieren umgehen kann? In Ordnung, Jungchen. Das machen ich schätze, wir, ja. Wir sitzen alle im selben Boot. Und wenn wir dir nicht helfen, kommen wir nie zu Blood Island. Einfache Seeschlachten, wie gewünscht. Was machen wir hier? Planer Island, zurück nach Planer Island. Vielleicht. Ja, ui. Ja, ja. Hier können wir wohl Waffen kaufen oder so. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Habe ich bestimmt, Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt?
was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Miefmut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Röchelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ich nehme die Destructomatic T-47. Sie haben soeben ein Destructomatic T-47 panzerbrechendes Blutbad-Anrichtungssystem mit Nachladeautomatik und Faxmodem bestellt. Ein ziemlich feines Stück, wenn ich das mal so sagen darf. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Kanone vom Typ Mr. Massacre. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Selbst wir müssen uns langsam steigern. Wenn ich Ihre alten Kanonen in Zahlung nehme, verstehe. Kann ich Sie für ein preiswerteres Modell interessieren? Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone installieren. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich Sie direkt den passenden Betrag also müsste ich mit dem Niedrigsten. Und die alten Kanonen abholen. Mama! Und da muss er seine Mutti rufen. Okay, wir haben neue Waffen. Kanonentyp 5. Ja, wir müssen noch ein paar Schlachten gewinnen. Nach jeder Schlacht zurückkehren, können wir uns vielleicht irgendwann die gute Kanone leisten. Verstehe. Immer zurück nach Plunder Island und dann... Ah ja, das schießt schon weiter. Als unsere einfachen... Unbesiegt, sehr willst schön. Du was Bestimmtes? Deinen Schatz oder dein Leben? Viel Glück, Junge. So. Ein jeder hat vor meiner Schwertkunst kapituliert. Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Mist. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Das ist schlecht. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Dein Geruch allein reicht aus und ich wär kollabiert. Das ist schlecht. Warum? Ich verstehe das mit den Beleidigungen nicht. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Okay. Das müssen wir noch lernen. Das Pleidigen muss ich noch lernen. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Mist. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Okay, das ist gut. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Schlecht. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Dann wäre koffeinfreier Kaffee ein erster Schritt zur Läuterung. Oh, was Neues. Haben sich deine Eltern nach deiner Geburt sterilisiert? Das ist übel. Die Eltern beleidigen. Oh ja. Okay.
Sieht schlecht aus. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Und besiegt, so ein Mist. Gib deinen Schatz her, du Meeresstinktier! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Zweimal schon verloren, naja, hier. Macht nichts. Nach der nächsten Seeschlacht müssen wir nochmal an den Hafen. An Bord eines Piratenschiffs zu gehen, gefährdet die Gesundheit. Deinen Schatz oder dein Leben? Das wirst du noch bereuen. Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Da hat sich wohl dein Spiegelbild in meinem Säbel reflektiert. Verdammt, das war gut. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Dann antworten wir darauf. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Gut, der Kampf hat wieder rein. Ich war kurz abgelenkt. Jetzt habe ich nicht gehört, was jetzt los war. Jetzt war ich abgelenkt. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Das war schlecht. Nein, verdammt! Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Oh, ich werde dieser Seeschlacht müde. Verdammt mich. Komm, das müssen wir noch reinkriegen. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Wir brauchen bessere Kanonen und dafür müssen wir erstmal Kämpfe bestreiten. Mein Herz rast, denke ich an deine Beseitigung. Ich zittere. Sehr gut. Guter Erstschlag. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Dich zu töten wäre dann eine legale Reinigung. Oh Mann, gut gekontert. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Aha. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Das hat man noch nicht. Mein Minenspiel, deine Missbilligung. Oha, hier gibt's noch mehr. Wir können hier auswählen. Ach du Schreck. Was wir. Ich wähle immer nur aus den ersten Fünfen aus. Aha. Interessant. Ich hoffe, wir haben Zeit. Was ist hier die richtige Beleidigung? Ach ja? Los, verlieren wir das. Was soll es? Gib mir deinen Schatz! Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Oh Mann. Das ist eines der schwersten Rätsel, die wir bisher hatten. Das schwerste Rätsel. Okay, was war das? Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Ui. Niemand kann mich stoppen. Mich, den Schrecken der See. Separé hat noch nie was Richtiges gebracht. Ach,
da weh. KDW. Am liebsten bummel ich durch die Freie. Kompass des Westens, Alter. Okay. Das sind schlechte Beleidigungen hier. Dein Geruch, Feinkostabteilung. Uff. Jetzt haben wir hier eine Auswahl. Am liebsten bummle ich durch die Feinkostabteilung des KDW. En garde! Touché! Bitte was? Ein graues Touché. Hauptsache, es muss sich reimen. Hoffentlich zerrst du mich nicht ins Separé. Verdammt! Werde immer schlechter. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Wenn ich einen hätte, wärst du der Erste, der ihn kriegen würde. Ich habe nichts zu verlieren, aber wir gewinnen auch nichts. Ach, verdammt.